So, nachdem sich die drei Helden feige zurückgezogen haben und erstmal Nickerchen gemacht hier in der Ecke, ziehen sie jetzt wieder los, um das Böse zu bekämpfen, das gerade vor der Tür gewartet hat. Piep, piep, piep. Ja, das kommt davon, wenn man nur drei Beine hat und keine Arme. Man kriegt die Tür nicht auf. Und wir können jetzt eigentlich schon wieder schlafen. So, drei Viecher tot, Tür zu, schlafen. Ach ja, das Leben eines Helden besteht wahrscheinlich nur aus Schlafen, einer Viertelstunde, ein bisschen Aktion und sich wieder hinlegen. Jedenfalls ist es in den meisten Spielen so. Wie schaut es eigentlich mit den Magier-Leveln aus? Er braucht noch eine Weile bis 5, er braucht noch eine ganze Weile bis 5 und er braucht eine ganz, ganz, ganze Weile bis 5. Ja. So, da geht's weiter. Da haben wir den Knopf gedrückt. Die Tür haben wir noch gar nicht probiert, glaube ich. Die auch nicht. Und dann haben wir hier unten noch jede Menge. Das ist schon viel zu viel. Das werden wir in dieser Folge alles gar nicht schaffen, denke ich mal. Aber sei es drum. Wir schaffen so viel, wie halt geht. Und bringen so viele von diesen fiepsenden, dreibeinigen Dingern um, wie es geht. Und überhaupt alles, wie es geht. Bakar das nicht betäubt. Ja. Dafür haben wir gleich keinen Mana mehr. Wow. Der lebt ja immer noch. Und da hinten kommen die nächsten. Das heißt, wieder schlafen. Wo ist unser Räumchen? Da. Ist zwar die falsche Seite, aber soll auch reichen. So, Bakar heilen. Und warum man manchmal weniger Heilung bekommt und manchmal mehr, habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Also ich dachte ja kurzfristig, dass es wegen der Betäubung ist. Dass er im betäubten Zustand einfach weniger Heilung bekommt. Aber eben gerade war er nicht mehr betäubt und hat trotzdem nur ganz wenig bekommen, obwohl wir auf der dritten Stufe geheilt haben. Das ist schon komisch. Aber na gut, dich haben wir noch erwischt. Haben wir endgültig erwischt. Hier geht's auch noch rum. Ein Rüstungszerstörer, der nichts zum Zerstören hat. So, was hast du bewacht? Gar nichts. Da war ein Schalter. Hä? Ah, doch, geht weg. Also ich habe den Knopf jetzt gedrückt, aber trotzdem ist die Fallgrube weg. Nicht in Frage stellen. Einfach überlaufen. Klick. Ah. Das sieht nicht gut aus. Hier war wohl irgendjemand gefangen. Dornia nicht, hier war eine Kugel drin. Wurde noch jemand entführt? Ja, der König, aber der ist in seinem Sarg sicher. Denn wird es wohl niemand sein, den wir kennen. So, ist hier noch was? Nö. Das heißt, hier rum nicht. Wir müssen nach Westen. Noch eine Gefängniszelle. Noch mehr tote Gefangene. Und sonst nichts zu tun. Okay, also rechts rum an der Wand lang, bis da, dann wieder rechts rum an der Wand, bis da und danach haben wir den längeren Marsch vor uns. Denn die anderen Türen sind ja ganz am Anfang der Zone gewesen. So, hier ist noch so eine Kugel. Ein Dreibein. Die Falle wird mal gekonnt ignoriert. Oh, ganz viele drei Beine. Wow. Wo kommst du denn her? Nicht sterben jetzt. Ach du. Gehör. Das ging mir doch ein wenig zu schnell. Aber das kommt davon, wenn man übermütig wird. Also, nochmal. Wir bringen jetzt die drei
Viechen hier vor der Tür um, schlafen dann wieder. Na, kommt her. Und arbeiten uns das nächste Mal, also dieses Mal, etwas langsamer vor und stürmen nicht einfach mitten in die Meute rein. So, rein, Tür zu, schlafen. So, Bakate heilen. Dann schlafen. Ach ja. Diese Ebene ist echt riesig. Ich frage mich, wie viele Etagen diese Burg hier überhaupt hat. Wir haben hier den Kerker, das war ganz unten, wo die Außerirdischen drin waren. Dann das Erdgeschoss, den ersten Stock eigentlich, was hier Burg Level 2 ist. Und ich denke, es wird noch höher gehen. Weil sich halt recht viele Gegner dafür anbieten. Also die eine Tür, wo zwar dahinter nur ein einziges Feld ist. Und auch hier allgemein ist nicht mehr wirklich Platz für so einen richtig großen Thronraum. Obwohl doch da. Denn Scotia wird auf jeden Fall irgendwo einen Thron haben, wie jeder Bösewicht. Oder zumindest irgendwelche prächtigen Gemächer. Tum, 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 tum. Hier waren die ganzen Skelette. Nee, die interessieren uns nicht. So, hier irgendwo wurden wir überrumpelt. Ja, da kommen schon die ersten. So, dich haben wir erwischt. Dich erwischen wir auch noch, aber deine Freunde müssen dann leider warten. Genau. Irks. Zack. Jo, aber ich glaube nicht, dass das die waren, die uns umgebracht haben. Dafür waren wir zu schnell wieder da. Ich glaube, danach kam nochmal eine größere Gruppe. Und hier ist die Falle. Es war doch hier. Hm. Wo kam das Piepen gerade her? Oh. Wir können mit der Falle das Ding umbringen. Hihihihi. Sowas mag ich ja. Auch wenn es nicht wirklich viel Schaden verursacht hat. Aber gut. So. Auch für das kleine Glitzelchen legen wir es jetzt nochmal hin. Damit wir denn das Gebiet da hoffentlich jetzt in einem Rutsch erkunden können. Yeah. Also jetzt kommt gleich die Falle. Zack, ausgewichen und in die nächste Falle reingelaufen. Ja, genial. So. Von da kommt keiner, nur von hier. Und das war zu früh. So, da sind mal zwei. Ist auch noch okay. Von hinten kam gerade keiner. Ich höre Getrippel. Das will ich aber gar nicht hören. Oh, hey, was hat der in unserer Kammer zu suchen? Da wollen wir doch in Ruhe schlafen, du doofes Ding. Oh oh. Gucken wir mal, ob die jetzt hier durchkommen. Nee. Aber was machen die hier drin? In beiden Räumen waren plötzlich diese Viecher. Hier müssen wohl doch Spawnpunkte oder dergleichen sein. Ja, dahinter ganz viele von den Viechern. Vielleicht können wir ja... Also wir können jetzt stundenlang auf die einschießen. Oder wir versuchen einfach gleich rumzurennen und die Tür zu machen. Oh, das klappt sogar einigermaßen. Und gibt Bakata bestimmt gut Gauner-Level. Naja, gut, ist übertrieben. Aber hier wird dann wahrscheinlich noch eine Möglichkeit, den Garn-Level zu trainieren, wenn man hier keinen hochgenügenden hat. So. Oh, hier können wir wieder rumspielen. Ja, bring das doofe Ding um. Das waren gerade locker 10 oder so von diesen Smaragd-Pfeil-Fallen. Trotzdem hat das doofe Dreibein nicht mal mit der Wimper gezuckt.
So, da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Ha. Und irgendwie habe ich den Verdacht, dass ein paar von denen mehr aushalten. Also im Normalfall... Wow, wo kommst du denn her? Im Normalfall reicht ein Vierer und ein Dreier. So, da hinten kommen die nächsten. Wir brauchen eine Möglichkeit zu schlafen. Hoffentlich haben wir keinen Respawn bei uns in der Kammer. Zick. Nö, und da drüben scheinen auch keine mehr zu sein. Ah doch, da. Einer. Das erinnert mich langsam ein wenig an die Geister. Also wenigstens können diese Viecher nicht durch die Wände durchgehen, aber dafür sind sie auch überall. Und ich klicke irgendwie immer auf die Stacheln, wenn ich wach werde. Ich weiß auch nicht warum. Und ich habe die Tür doch zugemacht. Was macht ihr hier? Ach ja. Ja, es erinnert mich definitiv an die Geister. Ein, zwei töten, runterlaufen, beziehungsweise hier in das Kämmerlein laufen, schlafen und wieder hoch. So. Und da ist immer noch einer von denen. Tür ist aber zu. Ja. Na gut, können wir jetzt weitermachen? Bitte sehr, dankeschön. Und ich bin super in eine Falle reingestraft. Na gut, was haben wir hier? Hier haben wir einen Knopf. Ja, da war ein Knopf. Hoffentlich war dafür irgendwas Wichtiges. Wenn nicht, war es eine Einwegfalle, dann ist ja auch okay. Und Burg Level 1. Jetzt müssen wir nur wieder durch das doofe Grubenrätsel durch. Hat sich hier irgendwas getan? Da oben sind nur noch zwei Türen, die nicht aufgehen. Da ist der Teleport, wo wir gleich rein wollen. So, jetzt nehme ich mal die Herrscher-Axt. Einfach nur mal um zu testen, ob wir da jetzt vielleicht durchkommen. Kann man hier noch irgendwo was klicken? Nee. Irgendwas wird da sein, denn man kann ja durch das Gitter hindurch den Schalter sehen. Vielleicht bräuchten wir echt einen Ninja-Stern oder ein Wurfmesser oder irgendwas in der Richtung. Obwohl, wenn ein Bolzen nicht durchpasst, wird auch kein Ninja-Stern durchpassen. Na gut. Hier haben wir auch noch nicht alles zu Ende erforscht. Wir sind hier einfach stur immer zu dem Grubenrätsel gegangen. Das können wir auf jeden Fall auch nachholen. Wir wollen ja nichts Wichtiges irgendwie übersehen. Ups, das war jetzt zu viel. Oh, keine Knöpfe. Gib mir die Karte recht. Die Karte gibt mir nicht recht. Hier ist ein Knopf. Der wahrscheinlich eine Grube weggemacht hat. Nee. Hat er irgendwo anders noch einen Knopf aktiviert? Nee, aber da ist auch noch ein Knopf. Und die beiden Nee, der hat nur die Wand aufgemacht. Wie kriegen wir die Grube da weg? Hier mal schießen? Okay, wenn das Ding jetzt tot ist, nochmal schießen. Vielleicht kam der Pfeil nicht durch, weil der Gegner im Weg war. Ah, kommt da noch was? Ich höre Rasseln von der Kette. Nee. Na gut, den Knopf lassen wir dann auch erstmal gedrückt. Gehen jetzt hoch Richtung Grubenrätsel. Hier waren auch keine Knöpfe mehr, oder? Nee.
gehen jetzt hoch Richtung Grubenrätsel, drücken da mal auf die Knöpfe und gucken, ob da unten die Grube weggeht. Tut sie aber nicht. So, die drücken wir auch mal. Wir können zwar noch nicht gucken, aber jetzt können wir gucken. Grube ist immer noch da. Na gut, alle Schalter auf Ausgangsposition, also eingerollt, 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 so. Und jetzt müssen wir nach Süden. Ah, jetzt kommt wieder das Kompassspielchen. Okay, wir gucken nach Westen, wir gucken nach Süden. Wir gucken nach Osten. Süden, da war die Nische, da war hier gleich eine hier eine Geheimwand und hier ging es hoch. So. Ah, sehr schön. Dann können wir zum anderen mal ganz kurz gucken, was hier der Schalter gemacht hatte. Und dann können wir die beiden, nee, die fünf Türen noch untersuchen, die wir beim letzten Durchgang ja einfach so übersprungen haben. So müssen wir uns da hinten mit den ganzen nervigen Dreibeinen nicht ab... Genau, mit euch. Nicht abquälen. So. Aber erstmal wieder abspeichern. LP 045. Und wir sehen uns gleich wieder.